Ingame-Zeit, wo die Welt jetzt nun lief, beträgt ungefähr 800 Stunden, wie man sieht. Nun sind wir zurück in einer Welt, die 800 Stunden groß ist. Danke. Ich bin so ein Genius gerade, ne? Ich habe gerade Minecraft gestartet, hab's dann direkt wieder geschlossen. Was kannst du eigentlich? Ja, die 800 Stunden sind jetzt wirklich endgültig gebrochen worden. Und ich würde jetzt mal so sagen, dass ich jetzt mal Richtung Spawn fliege, um jemanden abzuholen. Weil der gleich Border hat da wirklich gefühlt ein Jahr Solo-Betrieb wirklich mal wieder einen weiteren Mitspieler. Ich merke ja gerade, mein Stuff ist ja auf mein zeitloses Account, den ich ja nicht mal derzeit ja verwenden kann. Ich schau mal kurz, ob mein Support-Ticket bearbeitet wurde. Wegen eines Entwarnungsantrags oder so, dass dann jetzt gehackt wurde? Nein, es wurde versucht, mein Microsoft-Account zu hacken. Weswegen ich gesagt habe, ändert mal das Passwort. Das Passwort wurde zwar geändert. Ich kann das Enterauge werfen. Nach 800 Stunden. Ich kann das nicht mehr. Beziehungsweise nach 1,5 Jahren. Ich kann das Enterauge werfen. 2442. Irgendwo bei 1, 2 oder so ist es Spawn geholt. Ich bin so überglücklich. Vielleicht könnte man dieser Folge tatsächlich schon der gleich Border beenden. Ist alles möglich. Und auch zu Thema. Nicht so schlimm. Ich habe teilweise Stack vs. Marakte. 11 Nettarbeitbaren. Ein paar Totems und eine Leichbar für dich. Zwar sind in letzter Zeit ziemlich viele Skip-Tage dabei gewesen, aber ich bin so einer gewesen, der das wenigstens abgewartet hat und nicht irgendwie alles wie Betrüger alles geskippt hat. Beispielsweise ist die Aufnahme jetzt der 30.06.2024 und ich habe vor ungefähr 2 Wochen die letzte Folge aufgenommen. Und ich bin immer noch in der falschen Version. Mögen wir es enjoyen. So, wo ist denn hier Prot 4? 1, 2, 3... 4. Ich habe schon mal 4 mal Prot 4 für dich. Debug-Stick, den behalte ich. Das könnte schief gehen. Ist auf meine eigene Kappe. Möchtest du Julians Aufgabe eventuell übernehmen und seine Villager verkloppen? Warum den Villager verkloppen? Oh. Ich werde für dich jetzt mal Full Prot 4 und Manding ertraden, damit du wenigstens noch eine Full Prot 4 Manding Armor hast. Kann ich auch selbst ertraden. Ich habe 40 Level. Nochmal bitte dreimal Reparatur, damit du eine Full Prot 4 Armor hast. Haltbarkeit bist du dir aber selber besorgen. Ich brauche nur eine Brustplatte und Hose. Das habe ich hier alles schon hergestellt. So, und dann habe ich noch das hier für dich. Obwohl, kann ich die Rüstung doch nochmal zum letzten Mal haben, wie die ganze Etage für das eigentlich nur genutzt wird. Ein paar Enderperlen brauche ich so oder so für die Enderaugen. Gehe ich nochmal in die Netherfestung rein und werde da jetzt ein paar Blazes klatschen. So, mit Looting 4 müsste ich doch noch mehr als nur 4 rausbekriegen. 6 Stück. Ach komm, hier mache ich direkt 320 draus. Ich habe eine Lightfall und jetzt noch einen Badwalk. Weißt du, wo ich ihn einfach platziere? Richtig unspektakulär hier mitten im See. Bevor ich das Ende mache, möchte ich mal wirklich in die Ancient City rein. Zumindest vermute ich, dass das da eine Ancient City ist. Man kann mir nicht sagen, dass bei diesem Gebirge keine Ancient City ist. Da, das ist der riesige Berg, den ich meine. Ich werde mich an den verschiedenen Orten untergraben, dann müsste da auch mindestens eine sein. Und darauf habe ich wieder 2, 3 Folgen drauf gewartet. Ich sehe hier auf jeden Fall einen Deep Dark. Oh ja, kurze Überforderung. Ich muss mal kurz ein bisschen Swift Sneak machen. Eigentlich hatte ich ja sogar Swift Sneak gehabt. Das hatte irgendwie nicht so sehr geklappt. Dann können wir uns nochmal ein bisschen aufrüsten mit Swift Sneak. Nein. Da ist ja mein Swift Sneak. Zwar nur Swift Sneak 2, aber besser als nichts. Mache ich zumindest bei SMPs, aber weil ich so gute Rüstung habe, eigentlich nicht. Wir haben auch die Schwierigkeit auf normal. Ich höre ein Warden. Ja. Was ist denn passiert? Der ist bei mir. I guess. Ganz ruhig. Die hat mir gerade einen ordentlichen Hit verpasst. Also ich will jetzt nichts sagen, aber ich bin 30 Blöcke über ihn. Ja, mit seinem Sonic Boom. Im Normalfall waren hier so 2 bis 3 Shrieker. Ja, okay. Da ist einer. Oh nein. Ja, ist es eigentlich im Grunde genommen gut ein paar Blöcke hochbauen und dann halt mit dem Bogen. Bam. Oh. Ja, geht immer noch nicht. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll man da, ohne jetzt was zu beschwören, das abgebaut kriegen? Ich sehe dich. Ah, da bist du ja. Hab bei gediegene Prot 4 an Breaking 3 Rose rausgezogen. Kann es sein, dass da Warden hinter mir her ist? Die Schritte werden immer lauter. Ich bin raus. Ich bin sowas von raus. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Zum ersten Mal musste ich mein OP-Gap nehmen. Ich war auf dem halben Herzen. Ach, egal. Komm. Wir können jetzt nicht mehr viel mit der Ancient City anfangen. Okay. Ich werfe bei 0 und 1000 ungefähr. Es geht weiter nah in der Richtung. Okay, dann wird das wirklich so sein, dass das, keine Ahnung, 1000 oder so ist. Hier war ich ja ungefähr letzte Folge. Mal gucken, ob hier das 200 ist. Ne, es geht immer noch weiter. Also wird, schätze ich mal, irgendwas mit 1000.
Es geht zurück. 1200. Okay, ich hab. Okay, wir haben im Grunde genommen den Schrank. Es ist der Schrank. Wir können ja den Tunnel dann nutzen. Mach ruhig. Ich grab mich hier wie ein Dickdown. Never Dickdown ist better Minecraft. Ich tue es aber trotzdem. Oh, es ist zwar kein 4-4, aber trotzdem ist es das Stronghold. Das ist die Bibliothek. Mal gucken, was für Bücher da sind. Du hast das schon, oder was? Nee, komm mal her. Er wurde einfach festgenommen. Hier ist ein ganz anderer Abschnitt. Wir sind blind. Holy! Wow. Ich übertreibe zwar gerade, glaube ich, wirklich, aber was ist das mit dem Feld Seed? Ich habe so viele verrückte Sachen auf dieser Welt erlebt innerhalb der Border und jetzt kriege ich am Ende noch ein Vorei. Das ist ein Modpack Seed, for real. Ich bin so sprachlos. Sowas hatte ich noch nie gehabt. Es ist kein Take-Aim im Moment. Alle sind weg. Los! Ach, come on! Ach, Tod der Stunden! 1,5 Jahre! Endlich krieg ich Daylight Spawn dabei beendet! Ja, 1,5 Jahre hat es gebraucht und endlich habe ich es. Ich habe so viele Höhen und Tiefen miterlebt. Ich habe also Monate gebraucht, bis ich diesen Chunk ausgehöhlt bekommen habe. Eine Weile gebraucht, bis ich diesen Drachenkopf zusammengebaut habe. Ich habe wirklich so viel wirklich miterlebt in der letzten Zeit. Ich bin derjenige, der nicht aufgegeben hat und habe die 1,5 Jahre im Grunde genommen abgewartet. Wenn euch das Projekt wirklich so gefallen hat, dann lasst es auf jeden Fall wirklich gerne ein Like da, weil dieses Projekt wird mir nämlich lange in Erinnerung bleiben. Ich würde mal so sagen, dass das absolute Ende von Daylight Border ist. Deswegen würde ich mal so sagen, tschüss.